Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann ihr das Video auch immer seht an die YouTube-Zuschauer. Zumindest die, die das Video hinterher sehen. Und ich darf euch vorstellen, das Update 086 von Workers and Resources, Polizei, Kriminalität und das Beste überhaupt, ihr seht es hier, endlich Verteilungszentren mit Zügen. Das ist richtig, richtig cool. Und wir fangen tatsächlich mal mit den Verteilungszentren an. Was macht das Zugverteilungszentrum? Das Zugverteilungszentrum, ich habe das hier schon mal an unser Zugnetz angeschlossen, das macht am Ende des Tages tatsächlich exakt das gleiche wie das normale Verteilungszentrum. Ihr habt nämlich erst grundsätzlich zwei Sachen, die ihr hier kaufen könnt. Also Fahrzeuge besteht hier in dem Fall aus Zugmaschine und Waggons. Das sind also zwei Dinge, die ihr kaufen müsst. Die sind auch hier getrennt aufgeführt. Und ihr könnt dann auch hier 20 Büroaufgaben einstellen. Ihr könnt Quellgebäude angeben, Zielgebäude angeben. Wichtig ist natürlich, die Gebäude brauchen natürlich einen Zuganschluss, klar. Ansonsten funktioniert das Teil genauso wie die normalen Verteilungszentren. Ihr gebt ein Gebäude an, wo sie Waren abholen, und ihr gebt ein Gebäude an, wo sie es hinbringen, und dann kümmert sich die Zugverteilungsstelle darum, entscheidet, wie viele Waggons sie anhängen, welche sie nimmt. Und wozu ich das hier gebaut habe, ist bei uns in der Republik, das ist ein Let's Play, und da haben wir schon eine ganze Menge gebaut. Und hier gibt es dann die Züge. Wir haben in dem Let's Play mal die DR-Baureihe 119 genommen. Deswegen würde ich da jetzt auch mal zwei bauen, kaufen. Ich werde erstmal nur zwei kaufen. Ihr seht, ihr könnt bis 8 kaufen, verschiedenste Zugmaschinen, was ihr auch immer wollt. Und da das für Pflanzen ist, werde ich jetzt tatsächlich Güterwaggons kaufen, die auch Pflanzen transportieren können. So ein Pink, so ein Türkisen jetzt vielleicht nicht gerade. Einen offenen finde ich auch nicht so hübsch. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Schönes, so ein Standardwaggon hier. Ah, bei den Mods bin ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen vorsichtig. Da bin ich mir nicht sicher, ob das schon alles so kompatibel ist. Okay, dann bleiben wir tatsächlich bei dem hier. Und ihr seht, das geht nicht hier mit rein. Oh, guck mal, wir haben noch keine Stromversorgung. Okay, da kümmern wir uns drum. Also, der kann Essen und Pflanzen transportieren. Und wir kaufen jetzt mal ein paar Güterwaggons hier. Wir nehmen mal, wie viel brauchen wir denn? Wir machen erstmal 8. So, gut. Jetzt brauchen wir noch eine Stromversorgung. Darum kümmern wir uns offline weiter. Und ihr könnt jetzt genauso, wie wir das mit den normalen Verteilungszentren, die seht ihr hier, machen, auch Aufgaben zuweisen. In dem Fall gibt es hier hinten eine Stadt, die heißt Kohlberg. Und Kohlberg hat ein Brotlager. Das ist dieses hier. Kohlberg Warenhaus Brot. Und da können wir jetzt einfach sagen, neue Verbindung erstellen. Zack. Und hier sollst du bitte Brot beladen. Da braucht nichts drinne bleiben. Das kann hier ruhig alles vernünftig beladen werden. Und dann haben wir in unserer Republik im Moment zwei Lagerhäuser, die am Verteilungsnetz angeschlossen sind. Und das ist einmal dieses hier. Da wollen wir entladen. 30% finde ich okay. Das können wir so lassen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir bei den Verteilungszentren für die Autos eingestellt haben. Und dann gibt es, das ist DDR Valley, das ist die Elektronikproduktion. Uranienburg, da steht unser AKW. Das ist auch angeschlossen hier. Und da schließen wir auch das Ganze an und sagen bis 30% bitte. Brot entladen. Und ja, das war's auch schon. Und insofern wir denn eine Stromversorgung haben, fahren unsere Züge jetzt hier auch schon los. Und ich muss sagen, das sieht auch schon ziemlich cool aus. Die maximale Anzahl an Waggons könnt ihr, da bin ich mir nicht 100% sicher, ihr könnt rein optisch füllen sich die Gleise mit Waggons auf. Ich vermute, das ist aber nur eine Vermutung. Wenn das Gebäude optisch voll ist, ist es auch im Spiel her voll. Es gibt aber zumindest noch keine optische Grenze. Das gibt es noch nicht. Ich vermute aber, wenn ich mir das hier angucke, das sind 2, 4, 6 und 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 mal 6 Waggons können hier rein, wäre meine Vermutung. Und hier dann jeweils zwei Züge hier vorne an diesen beiden Seiten sind dann für die Abfertigung bereit. So. Ansonsten könnt ihr hier auch die minimale Anzahl von Waggons einstellen, maximale Zuglängen und so weiter.
Das könnt ihr alles einstellen, wenn ihr das Problem habt, wie in unserem Spiel, dass die Züge eher kurz sein sollten oder lang sein sollten. Das kann man alles, das kann man entsprechend einstellen. Ja, ihr seht es hier, Waggongröße, Länge der Züge, das könnte man einstellen. Das machen wir aber in dem Fall tatsächlich dann offline. So, das ist einer der tatsächlich kleinen Änderungen der Zugverteilungszentren. Extrem cool. Tatsächlich eine Sache, die mich richtig, richtig, richtig freut. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, falls der Entwickler vielleicht das Video gucken sollte, wäre eine Verbindung zwischen Zug- und LKW-Verteilungszentren, dass die sich aufeinander abstimmen können. Aber das ist schon mal eine mega Sache und bringt, ich spiele Workers schon sehr lange und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. So. Eine weitere Änderung, wir kommen nochmal zu ein paar Kleinigkeiten, die geändert worden sind, betrifft die Universitäten. Ich habe es auch in meinem Let's Play schon des Öfteren gemerkt und ihr hattet es auch schon des Öfteren geschrieben, die Leute werden in den Universitäten extrem schnell ausgebildet. Jetzt muss ich mal meinen Spickzettel mir angucken, dass ich euch auch alles erzähle. Sind Änderungen bei den Universitäten. Das Problem war bisher, eine Person ist in die Universität reingegangen. Ist hier reingegangen. Und sie ist im Prinzip auch gleich wieder rausgegangen. Ja, sie ist reingegangen, hat Hallo gesagt, war dann eine ausgebildete Person und ist wieder rausgegangen. Das hat im Schnitt tatsächlich im Spiel einen Ingame-Monat gedauert. Und das ist ja tatsächlich völlig unrealistisch. Das hat man komplett geändert. Die Studenten brauchen jetzt tatsächlich 2 bis 6 Jahre im Schnitt, bis sie fertig sind mit der Ausbildung. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das ganze Verhalten sich komplett ändert. Man denke zum Beispiel an die 21-Jährigen, die vielleicht irgendwann ausziehen. Wenn sie ausziehen, braucht ihr ab jetzt auch definitiv ein Wohnheim. Das heißt, ihr habt nicht irgendwo eine Universität stehen, irgendwo auf dem Feld, so wie ich das bisher im Spiel auch gemacht habe, die quasi völlig egal war. Ja, man hat sie dahingestellt, in einem Monat purzeln da ein paar ausgebildete Studenten raus, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Universität muss jetzt so wie im realen Leben, brauchen sie Wohnheime, ihr braucht Universitäten, vernünftige Universitäten, das dauert Jahre, bis die ausgebildet sind. Ihr könnt die minimale Regierungstreue für Studenten einstellen, vorher kommen die nicht, minimale Regierungsloyalität der Arbeiter, jetzt macht auch das Loyalitätssystem ein bisschen mehr Sinn. Ganz, ganz toll. Und was auch noch in den Unterlagen drin steht, es wird einen Forschungsbaum geben. Zum Beispiel werden in Zukunft die Wohngebäude, die sich aus Plattenbauten zusammensetzen, nicht mehr im Spiel komplett verfügbar sein, sondern tatsächlich erst über einen Forschungsbaum, den es später geben soll. Stückchenweise werdet ihr euch das alles in den Unis erforschen müssen. Extrem cool. Also da freue ich mich riesig drauf auf diese ganzen Änderungen. Tatsächlich, ganz ehrlich, das ist sowas von cool. Forschungsbaum ist eine Sache, die fehlt mir mittlerweile. Es ist ganz toll. Da freue ich mich drauf. So, also, das sind die Universitäten. Passend dazu gibt es eine Mini-Änderung, wenn wir gerade bei den Gebäuden sind. Die Gebäude sind ein bisschen realistischer geworden. Und jetzt, wenn wir dabei sind, dann lassen wir das Ding gleich mal offen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Die sind ein bisschen realistischer geworden, das wird im Laufe der nächsten Updates kommen. Diese Mini-Updates werden der Version 086. Die Qualität der Wohnung wird wichtiger sein, der Preis der Wohnung wird eine größere Rolle spielen. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die sich ändern werden, das ist aber eher so Game-Mechanik. So, dann kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt, Polizei, Kriminalität und die wichtigste Änderung, und da muss ich jetzt tatsächlich mal meinen Spickzettel rausholen, damit ich euch das alles richtig erzähle, die Änderung bei den Bürgern. Also, wie war es bisher und wie wird es in Zukunft sein? Bisher war das System eigentlich relativ einfach. Gibt ihnen Essen, gibt ihnen Krankenhaus, Sport und Kultur und dann waren sie glücklich. Das System hat keine Möglichkeiten gehabt, da irgendwas auszubalancieren. Das war ein starres System. Ihr brauchte Sport, Kultur, Essen, fertig. Das war's. So, ob ihr Alkohol hattet oder nicht, war im Prinzip auch egal. Und Alkohol hat auch eigentlich nur geschadet, weil sie dadurch betrunken wurden und hat eigentlich auch nichts gebracht. Also konnte man das irgendwie ignorieren, weil es eigentlich auch nichts gebracht hat. Das ist im neuen System mit der Version 8.6 und das hat auch direkten Einfluss auf die Kriminalität, hat das einen ganz, ganz, ganz krassen Einfluss mittlerweile.
jedes Produkt, was ihr dem Bürger anbietet, sorgt in der Balance des Bürgers. Wir können uns ja mal so einen Bürger aufmachen. Dafür, dass dieser Glückswert hier, dass diese Zufriedenheit und sein Glückswert sich ändert. Das Glück, das er besitzt, hat wiederum einen direkten Einfluss auf die Produktivität. Na, das ist ganz wichtig. Ist er glücklich? Ist er produktiv? Ist er unglücklich? Ist er unproduktiv und möchte eventuell gehen? Jeder Wert hat jetzt einen Einfluss auf dieses Glück, mehr oder weniger stark. Beispielsweise Alkohol. Wenn ihr viel Alkohol trinkt, seid ihr sehr glücklich, aber ihr seid auch oft krank. Das bedeutet, die Systeme sind jetzt so ausbalanciert, dass große Krankheiten bedeuten, dass ihr weniger Geburtenrate bekommt. Das heißt, wollt ihr eine produktive Stadt haben, schüttet ihr die Leute mit Alkohol zu, das bedeutet aber, dass die Leute alle sterben werden. Ne? Das ist genau der Punkt. Das gibt es jetzt endlich in diesem Spiel ausbalanciert. Dann Sport zum Beispiel. Mit Sport könnt ihr natürlich das Thema Gesundheit ein bisschen hochdrehen. Ihr könnt das ein bisschen besser ausbalancieren. Hat aber tatsächlich ganz wenig Einfluss aufs Glück. Das heißt, mit Sport, ob Sport jetzt da ist oder Peng, interessiert am Ende für die Produktivität gar nicht. Ist also nur eine Möglichkeit, die Gesundheit der Bevölkerung hochzubringen. Das heißt, habt ihr eine Industriestadt, wo ihr eine hohe Produktivität braucht, könnt ihr auf Sport demnächst verzichten. Weil es keinen großen Einfluss hat. Der Kulturbereich ist so ein Mittelding. Jetzt muss ich gerade noch mal auf meinen Spickzettel gucken. Der Kulturbereich ist so ein Mittelding. Das ist so ein bisschen Glück, Sport, alles. Ja, also Glück und Zufriedenheit, alles. Es gibt dann Grundbedürfnisse wie Klamotten und Essen. Ich glaube, das ist klar, ne? Also nackt und ohne Essen fühlen sich die Leute unzufrieden und sind einfach direkt tot. Das geht dann direkt aufs Glück mit ein. So, und das ist endlich mal die Möglichkeit, dass ihr ausbalancieren könnt, wie die Leute sich verhalten sollen. Das heißt, ihr könnt jetzt wirklich sagen, will ich eine Produktivität haben, eine hohe, dann schütte ich die Leute mit Schnaps zu. Ist mir in einer Stadt, zum Beispiel eine Studentenstadt, Universitätsstadt, ist mir möglicherweise die Produktivität egal. Diese Leute sollen glücklich sein, die sollen was zu essen haben, die sollen Kultur haben, die sollen Gesundheit haben, hier sollen Kinder produziert werden. Als Ausgleich für die Industriestadt, dann viel Sport, viel Kultur und verzichtet auf den Alkohol. Extrem coole Sache. So, aber was passiert denn jetzt, wenn ihr es den Leuten nicht gebt? Wenn ihr unter die 5%-Grenze sinkt, deswegen habe ich hier diese Sachen nochmal auf, zum Beispiel Sport, Kulturgenuss und so weiter, dann werden sie das regelmäßig anfragen. Das passiert nach meinen Recherchen so alle 2, 3, 4 Tage, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mit jedem Mal anfragen sinkt dann ein bisschen ihre Zufriedenheit und ihr Glück ab. Und wenn das absinkt, habt ihr natürlich geringere Produktivität und, ganz wichtig, irgendwann hauen sie ab. Das heißt, dieses Thema Fluchten ist jetzt auch so implementiert, dass es nachvollziehbar wird. Das heißt, gibt ihr denen nicht das, was sie wollen, zum Beispiel wollen die Leute in einer Stadt Schnaps haben, um glücklich zu sein und sie kriegen es nicht, weil sie viel arbeiten müssen, dann werden sie unglücklich und dann hauen sie irgendwann ab. So, habt ihr aber eine Stadt, wo ihr das Ganze ohne Schnaps macht und die Leute ohne Schnaps glücklich macht, ist denen das wurscht, zumindest in diesem Bereich. Spielt Religion jetzt auch eine Rolle? Da muss ich tatsächlich mal gucken. Ich meine ja, Religion ist jetzt auch eine Möglichkeit, das Glück ein bisschen zu steigern, aber nicht unwesentlich. Das heißt, habt ihr irgendwo die Notwendigkeit, das Glück zu steigern, könnt ihr das mit Religion machen. Es gibt immer noch keine Kirchen, zumindest habe ich keine gesehen, aber Religion spielt noch keine wesentliche Rolle. Ich vermute, das kommt in weiteren Updates. So, das sind die Änderungen bei den Bürgern. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig für das neue Update, nämlich die Kriminalität. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir lassen uns das hier mal offen, das Haus, damit wir das nochmal sehen. Und ich habe uns schon mal, beziehungsweise in dem Livestream, in dem wir gerade sind, haben wir uns ein kleines Gebäude gebaut und das ist unsere Polizeiwache. In dieser Polizeiwache könnt ihr hier jetzt Polizeiautos kaufen. Das machen wir mal. Wir haben noch keine Polizeibediensteten. Vielleicht machen wir das tatsächlich mal hier hinten. Hier sind wir auch ans Nahverkehrsnetz angebunden. Wir machen das mal hier. Hier sind nämlich auch schon Polizeibeamte und Polizeipersonal. Und dann kaufen wir mal Polizeiautos. Treibstoff machen wir auch. Das ändern wir alles später in dem Let's Play.
Und jetzt kaufen wir erstmal Polizeiautos. Da gibt es noch nicht so viele. Das ist jetzt tatsächlich nur eins. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Okay. Und das sind jetzt unsere Polizeiautos. Ach, ist das nicht schön? Herrlich. Ganz, ganz, ganz toll. So, und die Leute fahren jetzt im Prinzip rum, so wie ihr das kennt, und sacken die Leute ein. Was ihr dann natürlich noch braucht, jetzt ist die Frage, wenn sie Leute eingesackt haben, was passiert denn dann? Nun, das ist so wie im wahren Leben auch. Sie kriegen einen Gerichtsprozess und dann gehen sie entweder in den Knast oder irgendeine beliebige Strafe. Und das gibt's jetzt auch. Ihr findet das Ganze bei staatlicher Infrastruktur. Da ist es geblieben mit Kriminalität und Justiz. Und dann gibt es hier die Gerichtsgebäude. Ja, die müsst ihr irgendwann bauen. Die werden wir im Let's, das werden wir im Let's Play bauen. Ich versuche das mal so ansatzweise zu zeigen. Ihr seht, wie groß die Dinger sind. Ja, die sind wirklich riesig. Und dann gibt es, je nachdem, ob entschieden wurde, dass der Typ böse ist oder nicht, gibt es ein Gefängnis. Das müsst ihr mit Essen, Fleisch und Kleidung versorgen. Ihr seht, das ist auch ziemlich groß. Und in dem Gefängnis könnt ihr dann die Leute einsperren. Und im Gefängnis gibt es natürlich auch richtige Gefängnistransporter. Da gibt es zwei große und einen kleinen, zumindest aktuell, die dann wirklich auch die Leute abholen und dahin bringen. Und die können ausbrechen und all diese Sachen. Extrem, extrem cool. Wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. So, die Polizeiwache. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen denn diese Leute jetzt zu der Kriminalität? Dazu ist das System, was ich euch gerade erzählt habe, wichtig. Jetzt gehen wir mal so einen Burger, machen wir nochmal auf. Wir haben ja jetzt das Glück und jetzt kommt die Regierungsloyalität, die eingeführt wurde ins Spiel. Jeder Bürger bekommt einen zufälligen Wert, der hier nicht nirgends steht, zumindest sollte er nirgends stehen, laut der Beschreibung, der Kriminalität. Und dieser Wert kann, der ist zufällig, der wird zufällig generiert für jeden Bürger und der wird beeinflusst von seinem Glück oder seiner, in seinem Fall die Zufriedenheit und der Regierungsloyalität. Ja? Das heißt, wenn der Typ nicht zufrieden ist und nicht glücklich ist, dann wird er wahrscheinlich relativ viele kriminelle Dinge machen. Und entschuldigt bitte noch einen Punkt von seiner Arbeitslosigkeit. Ja. Und das wird er dann wahrscheinlich relativ häufig machen. Dazu ist die Polizei da, wie im wahren Leben, die fährt raus, casht die Leute, kriegt sie vielleicht oder auch nicht. Bringt sie zum Richter, ins Gefängnis, lässt sie frei, brummt ihnen irgendwelche Strafen auf. Das werden wir dann alles im Laufe des Let's Plays sehen. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen beeinflussen. Das heißt, hohe Loyalität wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie weniger Sachen machen. Das ist auch nochmal hier ganz wichtig. Okay, das sind im Prinzip die Änderungen, die es mit 086 gibt. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, wenn wir das Fenster gerade offen haben. Die Elektronik, die ihr hier seht, das ist wirklich eher so eine Kleinigkeit, ist aber tatsächlich für den späteren Spielverlauf, wenn ihr ein langes Spiel macht bis 2000, sehr entscheidend. Die Elektronik wird jetzt verbraucht. Das heißt, sie geht kaputt und ihr müsst sie nachproduzieren. Die Produktion wird schwieriger, je länger das Spiel dauert. Und der Verbrauch erhöht sich, je länger das Spiel dauert. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr so in Richtung des Jahres 1990 oder 2000 kommt, immer, immer mehr Elektronik produzieren, damit die Bürger weiter Elektronik besitzen und ihr, was auch immer ihr damit machen wollt, Propaganda, Regierungsloyalität, denen einreden, dass sie Alkohol trinken wollen, keine Ahnung. Um das zu machen, müsst ihr immer und immer mehr die Bürger zufriedenstellen, indem ihr mehr Elektronik produziert. Genau. So, und dann gucken wir uns nochmal diese wunderschöne Polizei an. Und jetzt gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich alles erzählt habe. Eine Sache ist tatsächlich noch wichtig. Die Screenmark-Suche, die wurde entsprechend angepasst. Da werden wir wahrscheinlich noch nichts sehen. Wir versuchen es trotzdem mal. Wir haben die Bürger und bei der Lebenspräferenz der Bürger gibt es hier unten jetzt ein paar andere Sachen. Lebenserwartung und kann nicht zum Arzt gehen. Und hier gibt es jetzt nicht bestreifte Verbrechen im letzten Jahr. Das heißt, die Sachen, die überhaupt gar nicht gefunden worden sind, da haben wir jetzt hier logischerweise keine. Also wir haben es ja gerade erst gebaut. Und wir haben leichte Straftaten. Wir haben mittlere Straftaten. Da sind auch noch keine gemeldet worden und wir haben tatsächlich schwere Straftaten. Das könnt ihr vergleichen mit, keine Ahnung,
Leichte Straftaten ist jemand eine Flasche Alkohol klauen. Schwere Straftat ist hier so ein großer Diebstahl in der Bank. Und eine mittlere meine ich. Und schwere Straftat ist eher so in Richtung Mord. Das sind im Prinzip so die drei Stufen, die es gibt. Und das könnt ihr euch mit der Screenmark-Suche anzeigen lassen. Interessanterweise könnt ihr sehen, welche Straftaten nicht aufgeklärt worden sind. Ihr könnt aber die Polizei nicht hinschicken. Aber okay, gut. Alles gut. So, das sind die Änderungen, wie es sie in der Version 086 gibt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, wenn ihr bei YouTube seid, würde ich mich bei dem Video natürlich über ein Like und ein Abo freuen. In dem Sinne, für die Zuschauer im Livestream, der ist noch nicht vorbei, nur das YouTube-Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.